Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Snackerburg Rock und Pop Talk. In meiner Silvestersendung hat er euch Tipps gegeben, wie man Neuanfänge richtig gut gestalten kann. Er, das ist Markus Paul aus Speichingen. Am 1.1. hat er selbst einen riesigen Neuanfang gewagt. Raus aus der gefühlten Sicherheit eines Arbeitnehmers, hinein in das Leben eines Selbstständigen. Hallo Markus, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Tanja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Für unsere Zuhörer, wer ist Markus Paul in 20 Sekunden? Markus Paul in 20 Sekunden, knappe Zeit, ich versuche es kurz zu machen. Ja, ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus Speichingen. Ich bin sogar da geboren, ich bin dort zur Schule gegangen. Ich habe 3 Geschwister, aber auch 3 Haustiere. Ja, und ich lebe auch da schon seit ewig und ich liebe meine Stadt. Da bin ich auch aktiv in Vereinen, im Sportverein, war früher begeisterter Musiker, habe dort viel auch für die Fasnet gemacht und ja, dort bin ich nach wie vor da und darf jetzt da auch mich in meiner Selbstständigkeit verwirklichen. Und warum ausgerechnet jetzt? Wieso jetzt dieser Neuanfang in Zeiten wie diesen, in welchen so viele unserer Kollegen Überbrückungsgeld anfordern mussten? Naja, also wann ist schon die richtige Zeit? Also gefühlt war für mich nie die richtige Zeit, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man denkt, ah, irgendwann muss das kalte Wasser halt eben kommen. Und da war für mich einfach 2021 ein Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert und jetzt ist es dann soweit. Und dann war ich einfach mutig, bin ich ehrlich. Markus, noch am 30. Dezember hast du in meiner Sendung unseren Hörern gute Tipps für Neuanfänge mitgegeben. Lass uns mal schauen, ob du dich denn selbst daran hältst, also, oder ob dieses Sprichwort mit den Schustern und den schlechten Schuhen auch für dich stimmt. Du hast damals gesagt, du gibst den Tipp, mehr Fragen zu stellen. Ich werde immer besser. Zweite Antwort von dir. Einmal länger und tiefer durchatmen, bevor man den Mund aufmacht. Das klappt tatsächlich ganz gut. Hilft beim Denken auf jeden Fall. Und dein dritter Tipp an unsere Hörer war damals, nicht immer zu allem eine Meinung zu haben. Das gelingt mir easy. Das hatte ich letztes Jahr schon, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Okay. Markus, Coach ist ja kein geschützter Begriff und ich selbst bin echt immer wieder überrascht, wer sich da alles auf dem Markt so tummelt. Das heißt, du musst dich nicht nur etablieren, sondern auch in diesem Wirrwarr Coaching-Becken auch zeigen, um überleben zu können, oder? Ja, tatsächlich auch. Wobei ich sagen muss, also einfach nur sich zu zeigen, reicht ja auch nicht. Ich denke, was viel wichtiger ist, ist ein gutes Netzwerk. Und da möchte ich behaupten, dass ich die letzten Jahre gut damit verbracht habe, dieses Netzwerk aufzubauen. Und das hilft mir tatsächlich, da auch gesehen zu werden und nicht immer nur in dieser klassischen Öffentlichkeit, wie man sie vielleicht kennt. Mal angenommen, dein Plan geht in die Hose. Also das wird alles nichts mit der Selbstständigkeit. Gibt es einen Plan B? Also wenn ich tatsächlich alles versucht habe und es funktioniert immer noch nicht, dann gehe ich noch einen Schritt weiter und versuche weiter. Also ich habe nicht vor zu scheitern. Und dennoch glaube ich, dass ich als Wirtschaftsingenieur eine gute Basis geschaffen habe, um im allerschlimmsten Fall immer noch wieder in meine zweite Heimat der Industrie einen guten Platz zu finden. Da bin ich mir sicher. Markus, hast du Vorbilder, jemand, der dich inspiriert? Ja, natürlich habe auch ich Vorbilder. Und liebe Tanja, du weißt, dass du eins davon bist. Und das ist nicht gelogen und auch nicht geschleimt, aber es ist wirklich so. Und zusätzlich, jemand, der mich total inspiriert, ist Yuval Noah Harari, der Gesellschaftsforscher, der eine Metaperspektive auf die Menschheit wirft, wie ich sie davor noch nicht gesehen habe. Und der hat mich tatsächlich unglaublich inspiriert mit seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Jetzt bin ich ganz rot, wenn mich jetzt jemand anschauen würde. Ja, ich habe es ja schon immer gedacht, aber so ausgesprochen, wow. Zum Schluss ein Blick hinter deine Kulissen. Wen würdest du gerne mal als Coach ein Stück weit des Weges begleiten wollen? Und welche ganz private Frage würdest du dieser Person dann stellen? Also ich weiß ja nicht, ob er, und es ist ein Er, wirklich einen Coach brauchen würde. Aber wenn ich total spannend finde zu begleiten, wäre Julian Nagelsmann. Das ist auch ein sehr junger Mann, der ist so alt wie ich und Cheftrainer beim FC Bayern München. Ich weiß, man im Schwabenland darf man es nicht sagen, aber ich glaube, dass es was ganz Besonderes ist, in diesem Alter so eine Position zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es emotional doch auch schon sehr belastend oder auch spannend sein kann. Und das würde mich interessieren, wie es ihm dabei geht. Und ich würde ihn tatsächlich fragen, hey Julian, wie geht's dir wirklich? Wie cool. Markus, wir sind schon am Ende angekommen. Danke, es war schön, dass du dabei gewesen bist.
und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja. Mehr Infos über Markus Paul erfahrt ihr auf markuspaul.net. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Stellt Tanja eure Fragen per E-Mail an dietanjaköhler@antenne1-neckarburg.de.